Willkommen, Freunde, zu Teil 4 von Coldside. Ich habe bei YouTube gesehen, da hat einer geschrieben, oder besser gesagt, das vierte Video hochgeladen und geschrieben, das ist das Ende. Also Escape hier entkommen. Es gibt aber noch Teil 5 und 6. So, wir sind hier in dieser wunderschönen Zelle aufgewacht. Sieht so aus, als wären wir gefangen, würde ich sagen. Wir müssen gucken, dass wir hier entkommen. Die Tür ist natürlich zu, so gehört sich das auch für eine Gefängniszelle. Mal gucken, kann er die auch eintreten oder so? Nee, macht er nicht. Oh! Oh, da wurde geballert, dann gab es eine Explosion. Oh! I talked to Oliver, I'll tell you everything. Okay, also wir suchen ja auch Oliver und wir sollen auf jeden Fall mit Oliver sprechen. No. Okay, da geht er nicht hin, alles klar. Hi Chris, we don't have much time, ask question. Was ist los mit dir? Okay. So. Er ballert auf irgendwas. Und ist auf einmal verschwunden. Okay. Ist ja auch interessant. Er spricht mit mir auch nicht mehr. Hier komme ich auch nicht raus. Also, ich muss wahrscheinlich dahin, wo er gar nicht mehr hin wollte. Nee, da will er nicht mehr hin, sagt er. Okay. Telefon geht auch nicht. Telefon ist tot. Er spricht nicht mehr. Da ist auch keine Tür. Irgendwie eine Karte. Ah, hier ist die Karte. Alles klar. Dann wollen wir doch mal fliehen, würde ich sagen. Uiuiui. Ich glaube, da haben die sich da in den Katakomben mit dem Falschen angelegt. Irgendwelchen Monstern oder wie auch immer. Okay, die Karte funktioniert nicht. Weil Level nicht hinhaut. Ich gehe frecherweise einfach mal hier lang. Ich habe da rechts ja noch gar nicht geguckt. Wer das ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch irgendwas anderes machen soll. Aber ich glaube, momentan geht es erstmal nur darum, hier weiter rauszukommen. Abzuhauen. Zu fliehen. Okay. Doch, die funktioniert auch noch, die Karte. Level 3 geht auch noch. Also Level 2, Level 3. Ne, Level 4 reicht nicht mehr. Also wir haben eine Karte für Level 2, Level 3. Oh Gott, ey. Das wird wieder eine super Atmosphäre sein. Okay, hier sind wir im Raum. Hier werden wir dekontaminiert, damit wir dann weiter können. Nachtsichtgerät haben wir nicht. Das heißt, wir rennen hier wieder von Tür zu Tür. Im Dunkeln und hoffen, dass wir hier weiterkommen. Und es ist sehr, sehr dunkel. Macht doch mal einer das Licht an. Oh, wer ist da denn? Das sah aus wie so ein Mönch. Gehe ich doch lieber mal ins Büro rein hier. Boah, ich hasse das immer, wenn irgendwelche Gestalten im Dunkeln rumlaufen und ich nicht weiß, was die machen, wenn ich da lang gehe. Ob die mich angreifen, ob ich mich vor dem verstecken soll. Ne, weil es ist ja auch komisch, ich bin jetzt hier in diesem Raum und in diesem Raum ist eigentlich gar nichts. Also nichts, was ich hier verwenden könnte. Okay, hier ist nochmal ein Computer, aber da kann ich nicht ran.
Warte mal. Vielleicht kann ich ja hier rüberklettern oder rüberspringen. Okay. Vielleicht ist hier auch nur ein Secret versteckt, oder? Ah, Secret, siehst du? Für ein Secret machen wir das doch gerne. Ich dachte schon, ich muss ja noch irgendwelche anderen Aufgaben erfüllen. So, hier war doch der Typ, der da irgendwie lang gegangen ist, der aussah wie ein Mönch. Okay, wir haben eine andere Karte bekommen für einen höheren Level. Geht's nicht weiter, jetzt müssen wir noch mal gucken. Von da kommen wir. Psst, hat schon wieder einer gemacht. Oh, das hasse ich ja. Keine Zeit für Psst. Ist auch noch Level 3, da gehen wir wieder zurück. Na, mach die Luke auf. So, und irgendwo war doch eine Tür. Genau. Wo wir nicht weitergekommen sind auf der anderen Seite. Ah, hier genau. Hier kam man nicht rein. Level 4, sehr gut. Das hörte sich an wie so ein Alien oder so. Echt übel. Gucken, ob es hier irgendwas gibt in der Ecke. Nee, hier ist nichts versteckt. Können wir hier einfach nur weitergehen. Boah, das ist schon wieder so eine unangenehme Atmosphäre. Da geht's lang, da geht's aber auch lang. So, gucken. Okay, das ist wieder eine Notiz vom Wissenschaftler. Geht's auch weiter? Okay, wir haben quasi einen Raum dann ausgelassen. Aber da hat doch schon wieder einer geguckt. Muss ich mal an Paul Panzer denken, der über die Steinzeitmenschen gesprochen hat. Der meinte doch, guck nicht, pflück Beeren. Weiß nicht, wer das Programm kennt. Kleiner Insider hier. Hört euch das auf jeden Fall an, Paul Panzer. So, was haben wir hier? Weitere Tür. Boah, übel, ey. Da machst du die Tür auf und dann hängt da einer und der sieht nicht mehr frisch aus. Ja, die Putzräume hier. Das kennen wir noch aus alten Zeiten. So, wir gehen mal in die 4 weiter. Wir können aber 5 mal testen, ob wir überhaupt, ob die Karte überhaupt für 5 reicht. Nee, das reicht für uns nicht. Also wir können, haben jetzt 2, 3, 4. Na, warte mal. Hat er doch eben noch was angezeigt. Ja, war auch ein Fehler im Spiel oder so. Okay, er sagt, sieht so aus, als wenn der Strom aus wäre. Uah. Heftige Atmosphäre. Okay, jetzt haben wir Strom hier eingeschaltet. Gucken, ob wir hier jetzt was machen können. Eine Tür geöffnet oder so. Da steht schon wieder einer. Und der sieht ziemlich lebendig aus. Gehe ich da hin? Nee. Hätte ich nicht machen sollen. Aber ich kann mir hier eine Karte holen. Oh. Oi, 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 war das heftige Szene.
Jetzt geht's wieder am Fahrstuhl. Und ich sag euch eins, ich kann jetzt schon spoilern. Ich hab's noch nicht gesehen, aber das Ding wird doch wieder abstürzen. Ist doch in jedem Game so. Da sind die Programmierer überhaupt nicht mehr kreativ. Das wird gleich Peng machen, Bumm machen und dann stürzt der Fahrstuhl ab. Alte Klassiker. Ich bin mal gespannt. Ja, war doch klar, oder? Irgendwas passiert doch immer im Fahrstuhl. Man kann auch kein Spiel mehr spielen, ohne dass ein Fahrstuhl vernünftig funktioniert. Wenn so ein Fahrstuhl einfach nur ein Fahrstuhl ist. Sondern da muss immer irgendwas Gruseliges, Special passieren. Das wird dann irgendwann auch langweilig, wenn das in jedem Spiel so ist. Das ist jetzt hier schon wieder eine ganz andere Liga. Hier ist wieder alles sehr unangenehm. Sehr gruselig. Okay, liegt noch DIN A4 Blatt rum, Papier rum, 500 Blatt. Okay, drucken müssen wir wahrscheinlich nicht. So, was machen wir denn mal? Open Facility Door. Open Door into Block B. War beides geöffnet. Kann auch ein Fehler sein. Beides geöffnet haben. Okay, Katze. Ja, ist eine Katze. Ach, die kann ich streicheln. Ich dachte schon, ich kann die auch mitnehmen. Aber ist schon wieder ein Secret gefunden. Wird man gleich gierig. So, und jetzt natürlich die Frage. Wir sind da aus dem Fahrstuhl raus. Hier konnten wir nicht rein. Hier war das mit der Katze, okay. Dann waren wir in dem gegenüberliegenden Gang noch nicht, in dem hier. Die Tür hatten wir geöffnet. Mal gucken, dass ich hier nichts übersehe, dass ich auch alles einsammle. Boah, schon wieder so ein Mönch, ey. Das ist doch... Der hat doch bei Enigma im Video mitgespielt. Was macht denn der hier? Oh, jetzt singt der auch noch. Hat er gemacht? Da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Kleiner Irrgarten. Ah, hier unten geht's weiter. Oh, dieses rote Licht, das ist echt heftig. Oh. Da stand mal wieder einer. Das rote Licht ist bestimmt so eine Art Notbeleuchtung. Oh, schon wieder einer, ey. Das gibt's doch gar nicht. Okay, das heißt, wir dürfen nicht auf die Scherben treten, weil er das hört. Mann, Mann, Mann. Okay, dann hier konnten wir noch drum herum gehen. Die Scherben da hinten habe ich gar nicht erkannt irgendwie. Die letzten. Okay, hier liegen noch welche. Ist aber schwer zu sehen. Okay, super. Wir dürfen nicht zu nah rangehen, aber müssen sie halt im Auge behalten. Und rückwärts laufen ist echt komisch. Ja, wahrscheinlich auch irgendeine Tür treffen oder so. Ah, wir haben es, alles klar. Wow. Ja, das war ja mal eine seltsame Situation.
Ach du heiliger Neune. Eine weitere Fluchtsequenz. Schnell weg, würde ich sagen. Hey, das war aber... gerade sagen, das wäre ja schwachsinnig gewesen. Weil ich habe ja die Tür aufgemacht. Okay, ich kann ja auch... mir schon gedacht... Ah, okay, schnell weg. Fahrstuhl. Hey, er läuft nicht. Was ist los? Gib Gas. Ah, alles klar. So, wieder eine Fahrstuhlszene. Das ist das, was ich meine. Das ist, war ja klar, dass sowas passiert. Müssen wir wieder mitten in der Pampa aus dem Fahrstuhl steigen. Also eine Fluchtszene ist schon nicht schön. So. Vielleicht jetzt. Ja, das hat hingehauen. Theoretisch bin ich der Meinung, kann hier die Tür gar nicht so einfach aufmachen. Aber okay, das entscheiden die Programmierer, was das Vieh macht. Was es kann und was es nicht soll. Oh, Mary, not I can be. Mary is dead, you are not here. Ah ne, you are not her, also du bist nicht sie. Alter, ey. Wir müssen ja auch Gase herrschen, dass er... immer wieder diese Halluzination hat. Ich hoffe, wir kommen hier einfach so raus. Ohne groß Tamtam zu machen, ja? Boah, das ist auch schon wieder so eine Situation. Oh, jetzt läuft da schon wieder einer lang, ey. Oh, und du weißt nicht, tut er mir was, tut er mir nix? Okay, laufen wir auch. Okay. War wohl normal, dass er uns erwischt hat. Eigentlich muss man sich ja in so einem Fällen ruhig verhalten, aber... okay, das ist wohl normal, dass er uns attackiert, aber wir können trotzdem weiter. Das geht dann sogar noch. Hey! Oh, man gut, wir haben Hilfe bekommen. Das kommt ja auch nicht oft vor. Nun schließen wir uns mal an. Der Mann ist bewaffnet. Das ist jetzt unser bester Freund in dieser Situation. Das war unser bester Freund. Oh, was ist das denn hier? Ein Datenarchiv, oder? Hm, sieht so aus. Auf Daten kann man warten. Frage, was wir jetzt hier machen müssen. I've done everything available, it's time to get out there. Okay, er hat alles runtergeladen. Und hat auch gesagt, es ist Zeit hier abzuhauen. Also wir müssen... schau ich hier rein.
Oh, über Leichen hier. Okay. Da geht's nicht weiter. Na gut, dass er nur gehustet hat und nicht gleich erstickt ist. Super, Statue haben wir gefunden. Gibt's denn auch sowas wie eine Gasmaske oder so? Weil er da ja nicht lang möchte. Ah, der hat eine Gasmaske. Alles klar, super. Bin schon gewundert. Das wäre ja echt utopisch, da jetzt ohne Maske durchzulaufen. Das Gute ist natürlich, dass im Grunde genommen auch in diesem Gas keine Monster sein könnten. Weil ich mal davon ausgehe, dass die auch, weil es ja biologische Kreaturen sind, dass die auch in dem Gas kaputt gehen würden. Okay, hier sehen wir jetzt irgendwelche Militärfahrzeuge. Okay, also er braucht Benzin für den Generator. Muss er jetzt was finden. Tür ist zu. So, und die sind hier leer, da können wir nichts machen. Und hier war einer, der hat ein bisschen Sachen durch die Gegend gelatscht. Das war ein Hund. Eindeutig. Das Benzin aber ziemlich weit versteckt. Man darf auf die ganzen Nebengeräusche und so gar keine Rücksicht nehmen, sondern einfach straight geradeaus gehen, um sich nicht beeindrucken zu lassen. So ein bisschen Benzin muss ich so weit laufen. Auch heftig. Tür ist zu. Tür ist zu, okay. Die rechts ist gerade aufgegangen wieder. Am Rad lässt sich nichts drehen. Ich brauchte nur ein bisschen Benzin. Ich gehe davon aus, dass ich Benzin brauche, um den Generator wieder einzustellen. Oder einzuschalten. Kann auch sein, dass es einfach nur so Art kleine Nebenquest ist. Dass ich das gar nicht machen muss. Ja, hier ist unser Secret. Dankeschön. Ja, hier haben wir einen Gabelstapler. Na, das sieht aber nach einem frischen Tod aus. So, ich finde hier nirgends Benzin, ey. Das macht mich ein bisschen stutzig. Hallo, Benzin.
Ja. Da konnte ich auch nichts anderes machen, also. Weglaufen wäre ja ein bisschen blöd gewesen. Entweder hat er sich das wieder eingebildet, oder der Hund war wirklich da. Ich habe schon langsam das Gefühl, dass wir hier anders rauskommen, dass wir gar kein Benzin mehr finden brauchen. Geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Die Räume auf jeden Fall alle sehr zerstört. Kanister ist empty. No secret. Ah, das ist doch nice. Okay, ich habe gedacht, wenn der Kanister leer ist, dass er den am wenigsten trotzdem einsammelt, aber macht er nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal hier lang wieder zurück. Ging ja dann nur noch hier wieder raus. Tür zumachen ist gar nicht verkehrt. Hier gibt es aber auch keine Apfelstation oder so, dass ich sagen könnte, ich müsste den irgendwie auffüllen oder so. Irgendwo, oder ich könnte den irgendwo auffüllen. Hier eigentlich schon gewesen? Ich glaube schon, ne? Okay, er sagt, er will da nicht zurück. Der Dunkelheit, er muss einen anderen Weg finden. Ja, das finde ich auch vernünftig. Das fühle ich auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir mal. Hier lang. Sieht auch so an, als wenn hier ein Generator läuft. Was nach Munition soll ich jetzt Ausschau halten? Okay. Oh nee, das war nicht sein Ernst, ne? Jetzt sagt er auf einmal, ja, ich könnte ja das abpumpen, aber ich bräuchte ja einen leeren Kanister. Und wir wissen ja, wo der leere Kanister war. Das heißt, wir müssen da irgendwie wieder zurücklaufen. Ach nee, doch nicht. Das war doch ganz in der Nähe hier.
Oder? Nö. Ich dachte, wir können da jetzt noch was machen. Das ist... Ja, dann müsste das der Weg sein, der wieder zurückführt. Ach nee, hier hat er das... Genau, das war ja der Gang, wo er gesagt hat, er müsste Munition finden, ne? Oder meinte er Armeemitglieder? Ich weiß, hab das nicht mehr ganz im Kopf. Dann gehen wir mal hier zurück. Ich glaube, das war der Weg, wo er gesagt hat, hier möchte er eigentlich gar nicht zurück, oder? Weil es zu dunkel war. Ja. Dann würde ich mal sagen... Probieren mal den Weg hier. Ja, endlich. Jetzt nimmt er den, ne? So ein Schlingel. Der falsche Weg. Wir müssen hier lang. Jawohl. Sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall Benzin für den Generator. Super. Müssen wir hier, glaube ich, wieder zurück. Nee, das ist... Ah, ich raff's immer nicht, ne? Ich bin so bekloppt. Ich renne immer in denselben Gang rein, ey. Nee. Er kann jetzt auch nicht laufen, wo er gerade schwer trägt. Nicht lang. Das heißt, wir haben den Gang, den er nicht reingehen möchte. Oder wo wir nicht weiterkommen. Ich vermute mal, da später kommen wir dann durch die Tür. Wir müssen jetzt hier wieder zurück. Schön, dass da wieder einer steht. Ich liebe es. Geht's rechts lang oder geradeaus? Ich würde sagen, wir gehen mal hier geradeaus lang. Dann sind wir wieder im Computerraum. Müssen wir doch links lang.
was für eine Prozedur. I can't return with the same path. Also er kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Da wartet irgendein Vieh in der Dunkelheit auf mich. Okay, aber wir müssen ja so trotzdem zu dem Generator. Also wir haben doch gar keine andere Möglichkeit. Okay, wenn wir hier nicht lang können. Ich guck gerade, ob irgendwo noch im Boden so ein Loch ist, wo wir lang kriechen können. Hier haben wir nur hier die Möglichkeit, lang zu laufen. Und geht's einmal hier lang? Hier haben wir den Kanister gefunden, also kann es hier ja gar nicht weitergehen. Nee. Oh, hier haben wir den Kanister gefunden. Ah, geht's hier auch noch rein? Genau, hier haben wir Secret gefunden. So, da will er nicht durch. Der Gang ist zwar schmal. Hier ist eine Plane vor. Tja, das ist ja interessant. Und sehr dunkel. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, hier ist ja noch eine Tür. Nehmen wir die doch mal. Er hat ja auch gesagt, wir sollen Munition suchen. Wahrscheinlich müssen wir dann das Vieh, wo er nicht lang wollte, in die Luft sprengen. Okay, das war's, glaube ich, auch in dem Raum hier. Dann gehen wir mal zurück. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich jetzt durch den Raum durchkomme. Bin gespannt, ob es der hier ist. Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Weil er hat gesagt, wir müssen Munition auch noch finden. Das haben wir, obwohl das ist eine Mine. Vielleicht können wir ja auch die eine Tür in die Luft sprengen. Vielleicht geht er auch gar nicht mehr zurück und schaltet den Generator an. Also ich meine, ich weiß ja nicht, was in seinem Kopf hier vorgeht. Würde aber Sinn machen, weil in dem Gang, den ich meine, da sagt er ja auch, dass wir noch irgendwas finden müssen, irgendwie Waffentechnisches. So, von der Färbung her weiß ich auf jeden Fall, wie der Level aussieht. So, das ist der, da möchte er nicht zurück. Wartet irgendwas Dunkles. Kann ich auch verstehen. Da ist jetzt der Munitionsraum. Da haben wir was, das haben wir auch gefunden. So, hier ist der Computerraum. Mich wundert es gerade, dass wir diesen Weg nicht finden, den ich meine.
Da sind wir da auch ganz locker mal hingekommen. Und zwar, dass dieser Raum, wo wir die Tür gesehen haben, wo der Sicherheitskartenslot ausgeschaltet war. So, das heißt, wir können jetzt geradeaus gehen, wir können links gehen. Okay, wir kommen jetzt von hier, vom Büro, und dann gehen wir mal geradeaus. Ah, jetzt sind wir hier. Genau, den hier meine ich. Den Gang. Vermutlich müssen wir die Tür hier hinten in die Luft sprengen jetzt. Dass er gar nicht mehr zurückgeht und den Generator anzündet, wie ich es eigentlich ursprünglich gedacht habe. Ne, macht er nicht. Ah! Okay, hier muss ein Ventil sein. Er muss die Leiter schieben, um an das Ventil ranzukommen. Einzige Ventil, was ich sehe, ist das hier. Okay, macht er sogar. Weil eigentlich müsste die Leiter auf die andere Seite, damit er dann auch... Ach, der ist im Gang drin. Ich hab gedacht... Ah, okay. Ich hab gedacht, er muss das Ventil aufschrauben. Mal gut, dass ich nicht hingeguckt habe. Ach, der hat die Mine da platziert. Falls das Vieh kommt. Genau. Alles klar, super. Generator ist jetzt auch an. So, Freunde, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das ist ja mal genial. Jetzt kommt der nächste Level Freedom. Lasst mal ein Abo da, ein paar Kommentare. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Zwei erwarten uns ja noch. Und ich hoffe, dass die nächsten nicht so heftig werden. Aber okay, ist halt ein Horrorgame. Was will man erwarten? Da gehört Gruseln dazu. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.